So Leute, auf geht's Roadtrip. Trotz dass wir Scheißwetter haben, also ich habe lange überlegt, ob wir fahren oder nicht. Aber ist jetzt scheißegal, weil in dem Sommer gibt es sowieso kein schönes Wetter mehr, habe ich das Gefühl. Zumindest nicht in Deutschland. Gut, soweit alles bepackt. Ersatzteile, das habe ich ja hier schon gezeigt soweit. Wims haben wir noch eingepackt. 5 Liter Kanister. Zweitaktöl, ein Spiel. So, bezüglich Navigation. Nehmen wir das Handy. Ich habe mir hier so eine Scheibenhalterung gekauft. Dann navigieren wir über Google Maps. Genau, und bei Google Maps kann man sich ja auf der Homepage Routen erstellen und sich die per E-Mail schicken lassen. Das haben wir hier auch schon gemacht. Einfach schon ein bisschen weiter unten. So, das ist die erste Route. Dann Google Maps ansehen. Und dann lädt er automatisch die Route, die wir brauchen. Dann sagen wir starten. Und los geht's. So, mal 2-3 Worte zur Route. Wir werden übers Altmühltal fahren. Stopp an der Burgruine Wellheim einlegen. In Bayern-Gries am Aussichtspunkt Hirschberg. Und am Granitlabyrinth in, keine Ahnung wie es jetzt heißt, aber da komme ich nochmal drauf, wenn wir so weit sind. Also wir fahren keine Autobahn, sondern es soll schon mehr so eine Art Panoramaroute sein. Reine Fahrzeit normalerweise so 5 Stunden. Ich denke aber, dass wir mindestens 6 oder 7 brauchen, also von daher haben wir genügend Zeit eingeplant. Es ist ja erst noch nicht mal 9 Uhr morgens. Genau. Ja, Wetter, also es wird mit Sicherheit immer wieder regnen. Der Tabi wird hoffentlich nicht aufweichen und dann schauen wir halt mal. Verpflegung haben wir, Werkzeug haben wir soweit dabei. Hoffen wir einfach nicht, dass alles schief geht. Und wenn doch, sind wir auch nicht aus der Welt. Bis gleich. We'll be right back.
So, ersten Zwischenstopp mal erreicht. Ja, ist schon ein bisschen früher. Wir sind jetzt erst einmal knapp 50 Kilometer gefahren. 46 sind es. Jetzt schauen wir einfach mal, ob hier vorne alles passt. Wir können auch mal gucken, wie die Reifen aussehen. Nicht, dass wir ein Spurproblem haben und die Reifen sich ungleichmäßig abfahren. Das sieht aber soweit alles ganz gut aus. Dann gucken wir mal nach dem Spritverbrauch. Ah, das sieht meines Erachtens auch noch ganz gut aus. Na. 23, 26 passen rein. 3 Liter auf knapp 50 Kilometer. Ja, das ist okay. Ich glaube, da können wir uns nicht beklagen. So, und da oben haben wir die Burg Wellheim. Ja, schauen wir jetzt auch mal schnell hin. Ich war ja vor ein paar Tagen auch in der Burg Wellheim. Stimmt. Aber du warst in Ehrenberg, gell? In Österreich. Papa? Ja? Wusstest du, dass Burg Ehrenberg irgendwie 1740 oder rum von den Bayern eingenommen wurde? Was, echt? Ja. Ui, da geht's aber steil auf. Ja, aufpassen, dass uns die GoPro-Akkus nicht ausgehen. Schön hier, gell? Ja, die Burg Wellheim. Oberhalb von Wellheim auf einem Jurafelsen gelegen. Seit dem 18. Jahrhundert verlassen und teilweise abgebrochen. Man sieht es ja. Stehen halt nur noch Reste. Die Geschichte ist relativ umfangreich. Könnt ihr euch auf Wikipedia und ähnliches oder auf der Homepage Naturpark Altmühltal das Ganze zu Gemüte führen. Das dauert jetzt zu lang, das Ganze zu erzählen. Auf jeden Fall gibt es die Burg seit 1120 herum. Und ja, damit eigentlich schon relativ alt, also typische mittelalterliche Burg. Wovon es übrigens im Altmühltal relativ viele gibt. Wer es nicht weiß, Wellheim, wir sind hier im Landkreis Eichstätt. Und eins mit der schönsten, finde ich, Wander- und Ausflugsgebiete. Und halt bei uns praktisch, wo wir wohnen, im Landkreis Augsburg, praktisch direkt vor der Nase. Gell? Ja. Kann man einiges machen hier. Ah ja, da haben wir noch ein bisschen was zur Geschichte. Ein Edelgeschlecht von Wellheim wird zuerst 1121, da war ich gar nicht schlecht, erwähnt. Gleichnamige Ministerialen im Dienst des jeweiligen Burgherrn treten seit 1189 auf. Die Burg war Eichstätter Lehen und 1251 im Besitz der Grafen Hirschberg. Nach ihrem Aussterben 1305 fiel das Lehen in der Erbauseinandersetzung 1309 an die Grafen von Oettingen, die es 1360 an die Herren von Heideck verkauften. 1448 wurde die Burg in einer Fehde berannt und als Kriegsbeute dem Markgrafen von Brandenburg-Ansbach übergeben, der Hilpold von Seckendorf damit belehnte. Dieser verkaufte sich 1458 an Graf Konrad von Helfenstein. Blablabla. Im Bauernkrieg 1525 bemächtigte sich der Advokat Zacharias Grell, ein ehemaliger Diener der Grafen von Helfenstein, mit einer List der Burg und wiegelte die Bauern der Umgebung auf, bis ihn ein Neuburger Scharfschütze bei der Belagerung der Burg erschoss.
Die Helfenstein besaßen Wellheim bis 1627. Dann kamen Burg und Mark durch Heirat an die Grafen von Oettingen-Baldern. Diese veräußerten die Herrschaft 1681 an die Markgrafschaft Ansbach, die sie bereits 1683 um 40.000 Gulden an das Hochstift Eichstätt verkaufte. Die Burg wurde Sitz eines fürstbischöflichen Pflegamts. Wegen Bauschäden riss man 1767 die Burg teilweise ab und gab sie 1773 den weiteren Abbruchpreis. Naja, und da steht sie jetzt halt. Tja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir weiter, oder? Ja. Das sieht geil aus. Ja. Bauzi Bombauzi, das sieht aber toll aus. Das ist mal ein Panorama, ha? Da steht er. Ist cool, wenn man sich das so anschaut, Erik, könnte der Trabi in dem Wohnmobil parken. Wenn man sich das jetzt mal so anschaut, würde der Trabi problemlos in das Wohnmobil passen. Thank you.
So, servus. Hey. Wir haben jetzt kurz nach 12:30 ungefähr und wir sind jetzt in Auerbach in der Oberpfalz und das ist hier das Städtchen, ne? Muss man mal wissen, mal gesehen haben. Auf jeden Fall essen wir jetzt mal einen Happen, weil uns hüngert. Und es ist ja doch noch eine Strecke zu fahren. Also Essen fassen, dann geht's weiter. So, also jetzt haben wir einen Döner uns einverleibt. Wir sind jetzt wie gesagt in Auerbach in der Oberpfalz. Das heißt, wir haben noch ungefähr, Moment, lass mich mal schnell gucken. Wir haben noch etwa 125 Kilometer. 2 Stunden ungefähr, das heißt noch ungefähr 1 Stunde, bis wir bei unserem nächsten Zwischenstopp sind. Und von da aus nochmal ungefähr 1 Stunde, bis wir dann wirklich in Leubnitz bei der Oma sind. Bis jetzt läuft alles gut. Der Trabi läuft erste Sahne. Und ja, ich denke mal, bis wir checken den Sprit, wenn wir beim nächsten Zwischenstopp sind. Und vielleicht müssen wir nochmal zwischendrin tanken, aber werden wir sehen. Okay, weiter geht's. 3% unter denen des Vorjahres. Er macht dafür vor allem das Wetter verantwortlich. Immer wieder habe die Ernte durch Niederschläge unterbrochen werden müssen. Im Gegensatz zum Getreide aber hätten Mais, Zuckerrüben und Gemüse vom Regen profitiert. Diese Kulturen stünden derzeit gut da. Zudem seien insgesamt die Preise gestiegen. Davon können die Bauern aber nur teilweise profitieren. Das liegt unter anderem an gestiegenen Betriebskosten. Moment nicht. So müssten die Landwirte etwa mehr für Energie und Düngemittel zahlen. Asphalt.
So, jetzt waren wir gerade schnell tanken. Außerplanmäßiger Zwischenstopp, weil ich musste auf Reserve schalten und habe mir gedacht, na, mal lieber schnell zwischendrin tanken. Jetzt sind wir am letzten regulären Zwischenstopp. Allerdings müssen wir da kurz ein paar Meter hinlaufen. Am Granitlabyrinth in Kirchenlamitz. Und das muss jetzt hier irgendwo sein. Und ah ja. Ja. Ich hab's gefunden. Das sind einmal Granitblöcke. Ja, sind bestimmt auch gar nicht schwer. Heb doch mal einen hoch. Aha. Haha. Ha. Guck mal, lauter Granit. Mhm. Ja, kannst du ein bisschen ausruhen. Stell dir mal davor. So, ein Wettlauf durchs Granitlabyrinth. 2 Minuten 30 hat der Erik gehabt, das gilt es zu schlagen. Bin mal gespannt. Okay? Freunde, angekommen. Das Wetter ist hier ziemlich beschissen. Es regnet. Ekelhafter, nass, kalter Nieselregen. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt da. Das heißt für uns hier erstmal Roadtrip Teil 1 Ende. Und ja, ich melde mich wieder dann, wenn wir wieder zurückfahren. Okay? Alles klar.